Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin's Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über das deutsche Wort Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Was bedeutet Gemütlichkeit? Nun, du kennst bestimmt den Spruch Hakuna Matata von Der König der Löwen. Und das Lied, was ich am Anfang gesungen habe, ist auch von Der König der Löwen, glaube ich. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ja? Gemütlichkeit bedeutet, dass man sehr entspannt ist. Ja? Dass man etwas ist gemütlich, wenn etwas sehr komfortabel ist. Ja? Und Hörst du die Musik? Ich könnte mich jetzt zum Beispiel auf mein Bett legen und einfach nur der Musik zuhören. Das wäre sehr gemütlich. Ich mache es mir gerade gemütlich. Und interessanterweise ist das mein Gemüt, ja, also mein Geist oder meine Stimmung, ja, das ist, was man Gemüt nennt. Und gemütlich bedeutet, dass mein Gemüt sehr entspannt ist, dass es mir sehr gut geht, dass ich sehr komfortabel bin, ja, ruhig. Vietnamesische Musik, ja, das ist vietnamesische Musik. Sie spielen diese Musik sehr laut. Ja. Mich stört es nicht allzu sehr. Ich hoffe, dich stört es nicht. Es ist sehr gemütlich. Ja. Es ist sehr gemütlich, hier in meinem Zimmer zu sein und ein bisschen der Musik zuzuhören. Ja. Also, das war das deutsche Wort Gemütlichkeit. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Und hey, bitte hinterlasse meinem Podcast eine Rezension. AuthenticGermanLearning.com Review-Podcast. Review-Podcast. Ja? Review-Podcast. Okay, es ist nicht allzu schwer. Ja? Dort steht eine Erklärung, dort ist alles erklärt, wie du den Podcast rezensieren kannst und du kannst ihn natürlich auch erstmal abonnieren, ja, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, aber wenn du die Schritte folgst, wie du den Podcast abonnieren kannst, dann ist es nur ein kleiner Schritt, den Podcast auch zu abonnieren. Ja, ich bin mir sicher, wenn du mir folgst, dann hast du bestimmt schon vom Podcast erfahren. Ja, und hör dir jetzt auch mal ein paar Episoden an und hinterlasse mir eine Rezension. Ich werde sehr dankbar dafür. Wirklich, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich viele Rezensionen bekomme. Okay? Denn nur dadurch hören ganz viele Leute diesen Podcast, okay? Das würde mir sehr viel bedeuten, okay? Danke im Voraus. Tschüss!